Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Karpatenlandschaft. Letzte Folge habe ich einen Auftrag abgeschlossen. Einen Ballenauftrag. Und ja, da sind relativ viele Ballen für mich mit angefallen. Und die habe ich zum großen Teil dann auch direkt versehentlich verkauft. Was aber gar nicht so schlecht war. Denn die haben gutes Geld gebracht, würde ich mal sagen. Achso, der ist ja noch gar nicht sauber hier. Dementsprechend haben wir das Konto etwas entspannt mit 162.000 Euro. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, ich habe ein paar Hochdruckreiniger für den Hof gekauft. Das muss man schon wieder abziehen. Und habe die hier verteilt. Dass ich vielleicht auch ab und an hier mal sauber mache, wenn es zu schlimm wird. Wer mir schon länger folgt, weiß ja, ich mag es eigentlich, wenn die Maschinen auch nach Arbeit aussehen. Aber gelegentlich sollte man das dann vielleicht doch mal säubern, das Gerät. So, passt das hier? Jawohl. Bin mir nicht ganz sicher. Ich nehme an, jetzt könnte es erstmal ein Ticken ruhiger werden wieder. Aber ein paar Sachen müssen wir noch machen. Erstmal ein bisschen Ordnung, so einigermaßen. Dann müssen wir die Walze ansetzen. Die Walze steht noch auf unserer, weiß ich nicht genau, was ich draufgepackt habe, Fläche. Was hatten wir denn da? Naja, zeig ich euch ja gleich. Und wir müssen auch noch walzen, die Wiese, die wir jetzt angelegt haben. Die muss auch noch einmal gewalzt werden. Dann müssen die Kühe gefüttert werden. Und wir müssen die Pferde auch mal wieder ausreiten. Und dann kommt in der ersten Wachstumsstufe auf uns auf jeden Fall noch die Herbizidbehandlung mit unserer neuen Spot-Spray-Technologie auf uns zu. Das haben wir auch noch. Und das sind eigentlich so die Tätigkeiten, die mir jetzt für den Hof selbst einfallen. Die nächsten. Bevor es dann irgendwann in die Ernte geht und ins Mähen, weil dann die Wiesen, die ersten, wahrscheinlich wieder durchgewachsen sind. Dazwischen werde ich immer gucken, ob es neue Aufträge gibt. Und da machen wir vielleicht auch noch ein paar Aufträge. Also es bleibt gut zu tun. Ach ja, und Verkauf natürlich zwischendurch. Das darf ich nicht vergessen. Da muss ich auch immer ein Auge drauf haben. Na, einmal runter. Denn wir haben einiges an Produkten rumstehen, die wir veräußern können. Nur aktuell stimmt mir der Preis noch nicht. Und dazwischen gibt es natürlich auch immer noch Holz, 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 Holz. Lass ich den Bremer hier stehen? Den Bremer lasse ich da erstmal stehen, ja. Oh, jetzt habe ich den Nupsi von meinem... Der Drehknopf an meinem Lenkrad, da habe ich wieder den Nupsi verloren. Das ist mir lange nicht passiert. So, hier drin gibt es keine bestimmte Ordnung. Hier wird einfach eingeparkt, wie es passt. Bin ich da jetzt zu dicht dran? Nee, da kommt noch raus. Aus und rein. Oh, klapp weg. Mach aus. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir die vier schon mal hier. Da drüben. Wie sieht's hier aus mit Dreck? Ich glaube... Oh, jetzt bin ich aus dem Monitor geswitcht, weil ich mit der Maus gegen mein Handy gekommen bin, das auf dem Tisch lag. Und jetzt bin ich wieder da. So, hier habe ich scheinbar bis auf die Spritze, ich habe hier auch einen reingestellt, bis auf die Spritze ist alles picobello sauber. Dann erledigen wir das hier auch nochmal eben. Ja, bei der bin ich immer noch hin und her gerissen. Wenn ich sie behalte, kann ich natürlich, was Düngen angeht, gleichzeitig auf zwei Flächen unterwegs sein. Vielleicht ist das später irgendwann mal gar nicht so schlecht.
Aktuell habe ich den Need nicht, dass ich sie verkaufen müsste, deswegen behalte ich sie. Nur die Herbizidbehandlung, da muss ich dann halt tatsächlich mit Spotspray ran. Oh, dieser Schnupfen. Mann, Mann, Mann. So, hier wäre es eigentlich nur der zum Anhängen. Bei denen überlege ich auch noch, die haben wir jetzt auch hier noch am Start für kleinere Flächen. Drei Sämaschinen stehen hier. Hart gebundenes Kapital. Also, Sämaschine, 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 Kreiselegge, Kreiselegge, so rum. Also hier steht richtig Geld. Aber Picobello sauber. Der Flug ist nicht sauber, den werden wir auch nicht nutzen, denke ich. Also könnte der vielleicht auch irgendwann mal weg. Auch mal wieder so ein bisschen Überblick verschaffen hier. So, dich brauchen wir heute noch. Dich können wir schon mal rausfahren. Sauber machen müssen wir dich jetzt nicht. Aber hier können wir sauber machen. Der steht hier schon extra bereit. Der Schwader. Ah, das habe ich wohl auch länger nicht gemacht hier. Wo war ich denn mit dem Teil unterwegs? Eigentlich ja nur bei dem einen Auftrag. Aber wahrscheinlich hatte ich den davor schon nicht sauber gemacht. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie lang das hier reicht, aber für die Pressen reicht es noch. Guck mal, das ist doch die Kuhn, die ich im Auftrag jetzt hatte beim letzten Mal. Oder? Die VB 3190, die müsste es eigentlich sein. Die haben wir hier auch noch parat stehen. Unsere gute Impress. Also so ein paar Dinge bräuchte ich aktuell nicht. Die sind halt jetzt noch hier, weil es ist da. Schmeiße ich mal nicht weg. Haben ist besser als brauchen. Aber vielleicht sollte ich mal gucken, was das zusammen an Geld bringt. Und dann könnte ich eher etwas größeres Equipment besorgen. Der Hof hier ist ja so Richtung 12 Meter ausgelegt. Okay, bis da hinten reicht es nicht. Sehr schön. Also ich habe keine Seitenkonsole angeschlossen. Das wird lustig, wenn ich versuche, den Tierfuttermischer zu befüllen. So, hier sehe ich auch noch Schmutz. So ein bisschen zumindest. Ihr hört wahrscheinlich Schluck auf. Oh. So. Bis da hinten komme ich nicht, ne? Bis zum Steinsammler reicht's, glaube ich, nicht. Den kann ich von hier oben so einnebeln, aber das ist auch alles. Okay, den muss ich dann anderen mal machen. Ach, auch mal ganz schön ein bisschen Ordnung zu schaffen. So, Moment, bevor wir weitermachen, setzen wir jetzt erstmal hier den Helfer an. Ja, du wirst auch sauber gemacht, wenn du zurückkommst. Für die Karte könnte ich mir auch fast eine größere Walze besorgen. Bevor das hier nämlich in die erste Wachstumsstufe geht, muss ich hier noch schnell nachlegen. Auf der Fläche hier haben wir noch nicht gewalzt. Wird Zeit. Die 13 ist es. Da haben wir aber bestimmt einen Kurs parat. Walze, da ist er doch. Guck an. Kurs laden. Schicken wir den nämlich mal eben los.
Dann geht das nicht verloren. Der will nicht los. Oder? Ach doch, der. Oh, der hat sogar schon ausgeklappt. Ja, mega gut. Da habe ich genau passend angehalten, oder wie? Sieht aus, als wär's Winter. Krass. Leise rieselt der Kalk. Ja, wenn der zurückkommt, kommt der auch unter den Hochdruckreiniger. So, das ist angesetzt. Der fährt wieder. Wir waren hier. Und die ganzen Seemaschinen, Grubber etc. auch alle noch nicht abgespritzt. Ich glaube, der hier ist tipptopp. Ja. Dann hier einmal übers große Gerät. Fantastisch. Ja, bis zur nächsten komme ich, oder? Bis zur Scheibenegge. Sieht gut aus. Ja, guck mal, das glänzt doch wieder. Haben wir den. Und hier drüben habe ich natürlich auch einen hingestellt. Aber ich glaube, bis in die Mitte wird der jetzt nicht reichen. Das ist ja doof. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Genau da wäre die Mitte. Ja. Stellen wir noch einen hin. Tools. Und weil der da steht, muss es ein kleinerer sein. Kommt dann hier so hin. Dann bleibt man, glaube ich, nicht hängen. So. Zack. Kommt man da auch noch durch. Ah, tipptopp ausgestattet hier. Boah, guck mal, die haben wir neu gekauft. Wie die jetzt schon aussieht. Was ist das denn für eine Abnutzung? Das ist ja krass. So, und die Avatar hier war gefühlt noch mehr im Einsatz. Die ist noch nicht so runtergerockt. Gibt's ja gar nicht. Warum hast du denn schon so viel abbekommen hier? Kann ich die Arbeitsstunden sehen? Schaden 32%. Schaden 7%. Ne, vielleicht liegt es auch daran. Okay, das ist auch noch nicht ganz sauber hier. Das glaube ich schon. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Aber du noch nicht. Guck mal, das steht hier dann schon so lange in dem Dreck. Der ist jetzt wahrscheinlich, hat er sich jetzt eingebrannt. So, einmal den Staub darunter. War ja lang nicht im Einsatz. So, ich glaube, das war das Gröbste an Gerät. Wenn ich mich nicht täusche. Einmal checken, ob noch irgendwo was um die Ecke steht, die da hinten, aber die hole ich da jetzt nicht raus. Fahren wir hier rum. Ah, ja. Wir machen jetzt noch einen kleinen Zwischenstep. Die könnte man auch mal sauber machen, aber ich glaube, das ist nicht so wild. So, wir wollen ja ein bisschen den Wert der Pferde steigern.
Dementsprechend müssen wir ganz dringend mal ausreiten. Oh, und sauber machen. Ah, gut, das war schon alles, alles klar. So, Ausritt Nummer 1. Wie war das? Ich glaube doppelt, ja. Machen wir mal eine Runde hier. Wir machen jetzt zwei Runden. Dann füttern wir die Kühe. Und dann machen wir nochmal zwei Runden Ausritt. Es muss ja gemacht werden. So, einfach hier ein bisschen am Feldrand lang. Müssen wir uns ja auch drum kümmern, ne? So ein bisschen. Es geht immer so schön unter. Sauber. Heute geht es um die Tiere und um die Maschinen. Oh, Kurve, Kurve, Kurve. Feld, 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 Feld. Werd mal langsamer. Gut, dann können wir umdrehen. Ich glaube, der Nachbar hat da nichts gegen, wenn wir hier. Was ist das? Das Weizen? Bin zu schnell, ich sehe es nicht, ich glaube ja. Ach, da oben steht es ja. Ah, guck mal, das geht doch relativ flott. Jetzt muss ich mir nur merken, mit welchem Pferd ich unterwegs war. Ich glaube, ich mache es einfach nicht sauber. Dann sehe ich es sofort. Wobei ich es ja auch sehe, wenn ich aufsteige. So, hier durfte man nicht zu schnell rein, sonst blieb man hängen. Glaube ich, da war irgendwas. Nein, brav. Ah ne, hier drin steht gerade gar keins. Das klang so, als ob. So, halt mal an. Die hauen dann ja immer ab. Bist du das? Ja, du bist das. Guck mal, wie du aussiehst, Mensch. So, tipptopp gepflegt hier. Die Tiere. Ich habe hier doch jemanden. Jawohl. So, einmal. Ja, Entschuldigung. Napoleon. Napoleon, bitte. Reiß dich zusammen. Komm, einmal hier rum. Nee, da rum sollst du. Da jetzt nicht ablenken lassen. So, mit Na Napoleon. Napoleon. Geradeaus. Mit der Ausfahrt hat das nicht so. Und jetzt geradeaus. Einfach geradeaus. Schaffst du. Nein. Jetzt haben wir schon 6%. 7. Guck mal. Oh. Oh Gott. So, mit dir machen wir eine Hofrunde. Ah, das reicht aber nicht. Es muss eine große Hofrunde werden. Sehr gut. Wenn wir hier jetzt einfach zurückreiten. Mal gucken, ob das hinkommt. Ja, ihr seid auch noch dran. So, das ist der große Stall. Und das ist der kleinere. Also meine ich. Oh Gott. Ich meine, auf der einen Seite habe ich 100 Rinder drin, auf der anderen sind 50 drin. Und der kleinere ist, glaube ich, leer, wenn ich mich nicht täusche. Was mir aber auch aufgefallen ist, also Milchproduktion läuft. Reproduktion haben wir bei den Kühen noch keine. Und bei den Hühnern
hatten wir zwar Reproduktion, aber wir haben nur 797 Eier bisher. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier schon mal Eier verkauft habe. Ich glaube nicht. Wenn nicht, dann ist dieser Hühnerstall aber sowas von unproduktiv. Da weiß ich nicht, ob das ein guter Invest war. Ach so, du verschwindest wieder, wenn ich absteige, ne? So, wo bist du hin, Napoleon? Da bist du ja. Hoppala. So, war eine schöne Runde, mein Freund. Danke dir. So, zwei haben wir. Zwei müssen wir dann noch. Die haben sich irgendwie getarnt. Da hinten und abgehauen. So, ich habe jetzt bewusst zwei gemacht, weil ich jetzt gleich mal gucken möchte, ob sich was am Wert dadurch verändert. Aber ich glaube nicht sofort, ne? Das braucht so eine Weile. Kurz reinschauen. Tierchen, 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 da seid ihr Pferde. Ja, nee, braucht eine Weile. Aber Napoleon und Jago sind jetzt geritten. Wir haben hier alles auf 100%. Die sind tipptopp versorgt. Da gibt es nichts zum Meckern. Das finde ich sehr gut, obwohl ich hier nur Basisfutter drin habe. Kein Heu. Warte mal. Sieht der das da gar nicht, das Heu? Ach, das ist hier die Stroheinfuhr oder wie? Mal ausprobieren. Jetzt muss ich mich umgewöhnen hier wieder mit der Maus. Hier vorne muss das Stroh, das Heu hin. Richtig? Habe ich mir vertan. Nicht den da jetzt hinpacke. Zack. Jawohl. Ja, jetzt habt ihr Heu. Okay, ich habe euch das auf den falschen Trigger gestellt. Ja, blöd. Naja. Kannst nichts machen. Die Menschen sind manchmal doof. Oh, der ist so schön wendig. Das ist gut. Mach doch mal die Hilfe da weg. Man sieht doch gar nichts. So, für einen schönen Blick von außen auch noch mal hier. Guck mal, man kümmert sich hier, ne? Selten, aber man kümmert sich. Noch so ein ganz kleines bisschen. Dann kriegen wir diesen Trigger da weg. Diese Triggermarkierung. Sieht aber doof aus, ne? Von hier oben ist irgendwie immer besser. Guck mal, dann sieht man die Pferdchen auch viel besser. So, bitte sehr. Ja, heute ist hier Tiertag. So, die auch. Okay, da geht noch mehr rein. Aber will ich da noch mehr reingeben? Weil das ist ja prozentual gemischt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich mehr reinhauen kann. Wir haben jetzt 80, 88, 95. Ich glaube, ich muss dann eher zusehen, dass ich noch mehr Hafer besorge. Stroh habt ihr ausreichend? Das ist gut. Ihr seid versorgt. Die Hühner. Die Hühner sind soweit auch versorgt. Gucken wir da mal vorbei. Und danach mache ich euch einen Zeitraffer rein. Und dann gucken wir bei den Kühen. Dann hört ihr auch Musik und nicht mein Fluchen, wenn ich über den Futtermischwagen pöbel. So, das ist das Problem hier. Viel mehr passiert hier nicht.
Ich glaube, ich nehme die einfach mal. Kann ich die nicht rausnehmen? Doch. Ich nehme die einfach mal zur Seite. Stell die mal dahin. Aber ich glaube nicht, dass das groß was ändert. So, strengt euch mal an, Kinderchen. Was ist hier los? 797 Eier. Ah ja, das ist ja ein Witz. Da. 728, Entschuldigung. Ich habe viel zu hoch angesetzt. Ja, so geht das nicht weiter. Das ist schlimm. So, unsere Gülletanks. Die wir dann demnächst mal leeren müssen. Und jetzt muss ich mal schauen, welches ist der richtige Stall. Ich meine, ich muss den hier auffüllen. Stroh haben wir noch. Muss ich ganz auf die andere Seite, ja? Echt jetzt? Tatsache. Wo ist denn hier dein Tiermenü? Nee, das muss doch... Das hier wird doch ja nicht. Wo ist denn das Tiermenü? Kinders, wo habt ihr denn hier euren Verwaltungspunkt? Bin ich blind? Habe ich da Stroh draufgestellt? Ach, hier an der Ecke. So, zeig mal her, wie geht's euch? Was ist hier los? Wieso, da komme ich gar nicht rein. Noch mal den starken Bauern aus. Ah, jetzt bin ich wieder auf Pause gekommen. Okay, so sehen wir es auch. Na gut, 51.200 Liter sind hier im Tierstall. Das heißt, das ist der hier. Okay, da muss ich beim anderen auffüllen, beim großen. Ja, das ist natürlich, da muss ja noch mehr rein. Eigentlich wollte ich die das Heu mal aufbrauchen lassen hier. Aber, ja, gut, dann fangen wir auf der anderen Seite an. Das heißt, erstmal müssen wir mit dir, wir können eigentlich da direkt durchfahren. Haben wir, das weiß ich gerade nicht, wir haben hier noch Mineralfutter geparkt. Haben wir das da hinten auch? Haben wir da noch was stehen? Nope, da muss ich Neues besorgen. Hier ist nur Zement, das mischen wir da mal nicht rein. Das finde ich so cool. Aber ansonsten haben wir hier alles da. Hier aber mehr. Ja gut, dann machen wir das hier. Setzen wir den einmal zurück. Also aktuell ist dann, glaube ich, Stroh mein Problem tatsächlich. Weil ich nicht mehr genug Stroh habe. Irgendwie ist das ja aus meinem Ballenlager rausgeswitcht. Da war mal Stroh drin. Jetzt aber nicht mehr. Und ich weiß das Mischverhältnis gar nicht mehr genau. Das waren, glaube ich, zwei Silage. Eine Palette davon. Einer hiervon, einer davon, ne? Irgendwie so. Probieren wir es mal aus. Wie mit einer... Oh, mit einer... Im Ballenspieß kriege ich die Palette aber nicht angehoben, oder? Fällt mir jetzt gerade so auf. Probieren wir aus. Vielleicht geht das ja auch. Einfach reinpieken da. Nee, das sieht man schlecht aus. Oh nee, da muss ich mir jetzt auch noch einen Kollegen herholen. Okay. Einmal Mischverhältnis checken hier. So. Ein Silageballen ist drin.
Jetzt die Frage, mit wem kann ich denn hier auf die Schnelle mal eben die Palette? Ich überlege gerade, ich muss mir hier echt mal nochmal einen kleinen Stapler hinstellen. Habe ich gerade nicht am Start. Dann bin ich jetzt in diesem Fall der Stapler. Aber ich habe gar keinen am Hof, fällt mir gerade auf. So. Was haben wir? Dann eine Runde hiervon. Kannst ruhig umschmeißen, ist halb so wild. Kein Problem. Das ist ja eh viel zu aufgeräumt in der Ecke. Rein da. Ah, komm. Kannst du eigentlich direkt. Zack. Und dann gucken wir mal, wenn wir da noch Silage reinhauen, ob das Mischverhältnis dann stimmt. So, alles verschiebt sich. Mineralfutter passt sich unten an. Stroh wird zu viel. Oh Gott, jetzt habe ich zu spät gestoppt. Und bei Silage kann ich jetzt noch ein bisschen nachlegen. Gras passt aber. Heu. So, das ist ja tatsächlich, also wenn du viele Kühe hast, dann ist das ein Job für den ganzen Tag, ne? So, alles im grünen Bereich, wenn ich so mische. Es reicht ja, wenn es grün ist, würde ich behaupten. Dann machen wir das so, dann ist das unser Mischverhältnis. Dann mache ich den, glaube ich, auch nicht voller, weil... Wir sind bei 67%. 17%? Nee, wenn ich da jetzt mehr reinhaue, dann versaue ich mir das Mischverhältnis. Okay. Gut, Freunde, ich mache euch ein bisschen Musik an und dann mache ich hier noch ein bisschen was weiter. Lasst euch noch dazu gucken. Ihr könnt ein bisschen lachen. Ich ein bisschen weinen. Jut. Bis gleich.
So, Freunde, schön, wenn man herausfindet, warum man diesen Futtermischwagen gekauft hat. Das hatte natürlich seine Gründe, dass es der hier ist. Damit kann ich ja wesentlich komfortabler mischen. Ich Schlaumeier. Keine Ahnung, ob das jetzt so wirklich funktioniert, aber ich nutze das aus. Wir machen das so. Mischverhältnis grob. Eine Palette Mineralfutter, die hier reingeht. Drei Silageballen. Zwei Heuballen, ein Strohballen. Grob. Das Stroh allerdings vor dem Heu, damit man dann das Heu entsprechend anpassen kann. Und dann haut das eigentlich ganz gut hin. So, beim großen Stall würde ich das jetzt erstmal so belassen. Der Kleine kriegt jetzt auch noch eine Fuhre hier, dass wir so knapp über halb voll liegen. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Was ich dann machen werde, ist, ich werde noch die Wiese walzen. Und dann werde ich vorspulen. Mal gucken. Ein Tag, mehrere Tage. Also wir sind jetzt in April 2. Wir haben die Karte eingestellt auf 3 Tage pro Monat. Wenn jetzt ein guter Auftrag reinkommen sollte, dann würde ich wieder reingehen. Ansonsten würde ich erstmal so weit vorspulen, bis wir wieder auf dem Hof zu tun haben. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich genau die falsche Reihenfolge genommen habe. Ich wollte erst Stroh, dann Heu. Hahaha. Aber passt. Mischverhältnis passt. Alles gut. Sehr schön. Ja, was ich auch nachkaufen muss, ist Mineralfutter, ne? Da werde ich hier auch noch mal ein bisschen hinstellen müssen. So, dann kriegt ihr auch noch Nachschub. Und dann haben wir es aber auch erstmal. Seid ihr auch wieder versorgt. Bin gespannt, wie ihr solche Sessions findet. Die ist jetzt vielleicht mal nicht ganz so ereignisreich. Halt nicht Feldarbeit etc., aber Hofarbeit muss eben auch mal sein. Gehört halt dazu. So, ja, freut ihr euch, ne? Bisschen aufgefrischt hier. So, da sind jetzt 76.000 drin, wir sind im gelben Bereich. Hier sind 119.000 drin, im gelben Bereich. Das sollte eigentlich erstmal wieder ausreichen. Produktivität ist ja oben bei 100% in beiden Stellen, alles gut. Für Stroh ist gesorgt, Milch kommt schon wieder rein. Und Reproduktion liegt schon bei 70%, also auch da sollte dann demnächst mal was passieren. Ja, die Hühner machen mir ein bisschen Sorgen hier mit ihrer Eierproduktion. Vielleicht habe ich auch noch einmal Eier verkauft, aber ich meine nicht. Und Pferde, ach ja, wir müssen noch, okay, das mache ich dann noch. Ich reite noch Gizmo und Rascal einmal aus. Das mute ich euch jetzt heute mal nicht mehr zu, ist glaube ich schon wieder lang genug, die Folge. Dann lasst euch überraschen, mit welchen Tätigkeiten wir uns als nächstes wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Ich packe die mal hier zwischen. Hier ist die irgendwie besser aufgehoben. So. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Danke fürs Zuschauen. Gerne einen Kommentar, Like, Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.